Das war, glaube ich, eine Crafting-Gilde, was wir als nächstes brauchen. Wir können ja mal durchgehen. Also wir haben keine Miner-Gilde. No established, no. Wir haben eine Ranger-Gilde. Guild of Rivers. Und wir haben eine Quartzdwarf-Gilde. Farmer-Gilde, die hat schon eine Gildehalle. Ja, und die anderen, die haben einfach nicht genug Leute. Also, da war das jetzt die Crafter-Gilde. Und dann kriegt die andere Gilde auch ihre Halle. Er macht wenigstens was Vernünftiges gerade. All of paper has been satisfied. Gut. Sprich, wenn ich das hier so auswähle und gucke, ist die Gildenhalle 45.000 wert? Die 46, also 4600. Ich glaube, das reicht an Wert. So, jetzt muss ich als nächstes hier drüben mal alles dekorieren. Wenn ich mal gucke, was habe ich hier oben eigentlich noch alles rumliegen? Hauptsächlich Grades. Mal gucken, habe ich hier jede Menge Chalk Grades. Ich glaube, ich verbaue die mal langsam. Also die, die ich schon habe. Ja, doch schon ganz schön viele, die ich habe, die ich zumachen kann. Okay. Irgendwie scheint aber wenigstens die Anzahl an orangenen Gesichtern abzunehmen. Ich mal so gucke. Bone und Leder habe ich gerade mal.
Habe ich eigentlich zwei Leute schon gehabt? Aber Woodcutter nehme ich dir mal wieder weg und gib's den beiden. Hier hat einfach einer. Waiting for Construction, Waiting for Construction. Das Ding einfach in die Pampa geworfen. Okay, wir haben jetzt viel trinken, sehe ich gerade, aber das muss nichts heißen. Der wirft schon wieder ein Tantrum. Ah, nee, auf dich wollte ich ja gar nicht. Ich wollte auf dich. Ich find's lustig, dass er euphorisch und satisfied ist. Evil's Gratitude. Seriously injured? Warte. Strand Extractor? Also er schlägt wild um sich, ja. Und jetzt ist er unconscious. Okay. Wir haben ein Kind gekriegt. Wir haben Leatherbacks. Masterpiece. Ich hoffe, sein Tantrum. Okay, Justice. Achso, Strand Extractor. Unsolved, unsolved. Convict. Interrogate. Also Interrogate ist Verhören. Okay.
Gut. Ich bin mir noch nicht so richtig im Klaren drüber, über das, Achso, er interrogated ihn jetzt gerade. Wo macht er das bitte in seinem... Achso, in seinem Arbeitszimmer. Ja gut, das ist die Aufgabe vom Captain of the Guard. Wo ist er denn jetzt? Okay, ich sollte das Interrogaten vielleicht erstmal canceln. Cancel. 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 Weil irgendwie scheint er... Oh, der ist ja auch verwundet. Deswegen soll sich der Doktor erstmal um ihn kümmern und dann können wir ihn immer noch verhören. Und danach wird er für 29 Tage ins Gefängnis gesperrt. Mal sehen, ob er danach sich etwas abreagiert hat. Weil wir haben ja hier unten den Dungeon. Gut. Ach ja, wie sieht das hier smoothen? Und mal mach meine Rock Grades gucken. Also noch mein Floor Gates. Okay. Ja, gut, das sind die 20, die noch fehlen. Also ich bin wirklich froh, wenn im nächsten Patch das Munitionsproblem da gelöst ist. Okay, ich glaube, er wird gerade abgeführt. Ja. Und unser Dungeon Master wird sich um ihn kümmern müssen. Ach, sehr schön, das Fett ist endlich weg. Wir können endlich wieder richtiges Essen herstellen. Hämmerdorf, okay.
Aber Hammerdwarf kriegen die Crossbowman fürs Nahkampftraining, stimmt. Ja, so war das. Komm. Artemis, komm. Was machen eigentlich meine Kloff-Leute so zur Zeit? Wie viele habe ich von der Sorte überhaupt? Kloff. Competent Weaver, Talented Cloth hier, Adäquat Cloth hier. Habe ich noch irgendjemanden, der Cloth hier hat? Oder Weaver? Nee, die sind da unten alle schlechter. So, dann wird Avoc hier. Die drei kriegen. Da ist Avoc. So, auch Klopf. Da liegt ein Käse. Habe ich eigentlich noch irgendwas, was ich da draufstellen könnte? Artifacts. Das ist hier platziert, okay. Das ist hier, okay. Das habe ich hier platziert. Das habe ich da platziert. Das habe ich hier aufgestellt. Das würde erklären, warum das ein besseres Zimmer ist. Das habe ich hier platziert. Das ist irgendwo in der Truhe gelandet. Also das ist hier drin, okay. Das könnte ich aber auch da platzieren. Musical Instruments, dich da. Jetzt mal gucken. Wings. Ob ich diesen besonderen Ring irgendwo entdecke? Nein. Gucken wir mal, ob wir es so finden. Dank. Nein. Schade. Gehen wir halt mal zu unseren Schilden. Shields Buckler. Und platzieren das Schild da.
So, dann haben die Leute halt immer was zu sehen, wenn sie dran vorbeilaufen.